Die Zwei-Faktor-Authentifizierung macht Ihren Finanz-Online-Zugang noch sicherer und schützt ihn vor unbefugtem Zugriff. In wenigen Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Gerät registrieren, um zukünftig sicher in Finanz-Online einzusteigen. Eine Registrierung für die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist dann notwendig, wenn Sie mit Ihren Zugangsdaten einsteigen. Nutzen Sie bereits die ID Austria? Dann ist keine Registrierung notwendig und Sie können wie gewohnt mit Ihrer ID Austria einsteigen. Beginnen wir mit der Registrierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten an. Starten Sie dann den Vorgang, indem Sie auf Registrierung starten klicken. Im ersten Schritt müssen Sie ein Gerät für die Zwei-Faktor-Authentifizierung hinzufügen. Für die Registrierung benötigen Sie eine Authenticator-App auf Ihrem Smartphone. Sie können eine beliebige Authenticator-App Ihrer Wahl verwenden. Mögliche Beispiele sind Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Apple Passwörter oder Free OTP. Sollten Sie kein Smartphone besitzen, können Sie sich mit Hilfe einer Authenticator-App und dem Einrichtungsschlüssel auf Ihrem PC registrieren. Dafür können Sie beispielsweise WinOut für Windows verwenden. Der Anmeldevorgang folgt auf allen Authenticator-Apps dem gleichen Schema. Zunächst wird ein QR-Code gescannt oder der Einrichtungsschlüssel manuell eingegeben. Die App generiert dann einen 6-stelligen Code, der für die Anmeldung erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um den verlangten zweiten Faktor. Wir zeigen Ihnen den Prozess nun anhand der App Google Authenticator. Öffnen Sie Google Authenticator auf Ihrem Smartphone und klicken Sie auf das Plus-Symbol. Sie werden nun gefragt, ob Sie einen QR-Code scannen oder den Einrichtungsschlüssel eingeben möchten. Klicken Sie auf QR-Code scannen und scannen Sie den QR-Code, der Ihnen auf Finanz Online angezeigt wird. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, den QR-Code zu scannen, klicken Sie auf Einrichtungsschlüssel eingeben. Geben Sie nun einen Kontonamen sowie den Einrichtungsschlüssel ein, welchen Sie auf Finanz Online neben dem QR-Code finden. Den Schlüsseltyp zeitbasiert lassen Sie unverändert. Danach klicken Sie auf Hinzufügen. Die App zeigt Ihnen nun einen 6-stelligen Code an, den Sie auf Finanz Online eintragen müssen. Wenn Sie den Code aus der App eingetragen haben, müssen Sie einen Namen für Ihr Endgerät eingeben. Der Name dient dazu, dass Sie die registrierten Geräte später identifizieren und verwalten können. Kommen wir nun zum nächsten Schritt, dem Wiederherstellungscode. Diesen benötigen Sie für den Fall, dass Sie Ihr Gerät verloren oder gewechselt haben. Laden Sie das PDF mit Ihrem persönlichen Wiederherstellungscode herunter, indem Sie auf das Feld PDF mit Wiederherstellungscode herunterladen klicken. Bitte bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf, entweder digital oder ausgedruckt. Tragen Sie nun den Bestätigungscode aus dem PDF ein. Danach klicken Sie auf Weiter. Im nächsten Schritt können Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen. Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter. Wir haben Ihnen ein E-Mail mit einem Verifizierungscode zugesandt. Bitte überprüfen Sie Ihr Postfach und geben Sie den erhaltenen Verifizierungscode ein. Klicken Sie auf E-Mail-Adresse bestätigen. Herzlichen Glückwunsch! Ihre Zwei-Faktor-Authentifizierung ist nun aktiviert. Klicken Sie auf Weiter, um den Prozess abzuschließen. Nun zeigen wir Ihnen, wie Sie sich mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung zukünftig sicher anmelden. Geben Sie dazu Ihre Zugangsdaten wie gewohnt ein. Öffnen Sie Ihre Authenticator-App. In der App wird ein 6-stelliger Code angezeigt, der alle 30 Sekunden neu generiert wird. Geben Sie den 6-stelligen Code auf der Login-Seite ein. Das war's. Sie sind nun eingeloggt. Nach der Anmeldung können Sie unter dem Menüpunkt Zwei-Faktor-Authentifizierung ein neues Gerät hinzufügen oder ein registriertes Gerät entfernen. Um ein weiteres Gerät zu registrieren, klicken Sie auf das Plus-Symbol und folgen Sie den angeführten Schritten. Bestehende Geräte können Sie mit einem Klick auf den Papierkorb neben der Gerätebezeichnung entfernen. Beachten Sie, dass mindestens ein Gerät registriert sein muss.
Videos sowie weitere Informationen zur Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung mit anderen Apps oder auf Ihrem PC finden Sie unter bmf.gv.at/2fa.